Liebe Parteifreundinnen und Parteifreunde, vor 5 Jahren bereits war Migration eines der zentralen Themen der politischen Auseinandersetzung. Wir haben damals noch die Auswirkungen der Syrien-Krise gespürt und als Freie Demokraten haben wir uns dafür engagiert, auf europäischer Ebene die Lehren aus dieser Krise zu ziehen. Gerade bei der Migration erwarten die Bürgerinnen und Bürger Antworten von der Politik, und zwar in Berlin und in Brüssel. Und wir Liberale, wir liefern diese Antworten, liebe Parteifreundinnen und Parteifreunde. In Berlin haben wir Freien Demokraten wichtige Änderungen vorangebracht. Die Abschiebung abgelehnter Asylbewerber erleichtern, haben das Staatsangehörigkeitsrecht modernisiert und ein Fachkräftezuwanderungsgesetz geschaffen, auf das Deutschland so lange warten musste. Wir können stolz darauf sein, was wir da geschafft haben, liebe Freundinnen und Freunde. Und kurz vor Weihnachten haben wir nach langen Verhandlungen in Brüssel endlich den europäischen Asyl- und Migrationspakt auf den Weg bringen können. Und wir Freien Demokraten haben diesen Asyl- und Migrationspakt entscheidend mitgeprägt. Endlich mehr Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten, endlich einheitliche Standards in den Asylverfahren und endlich die neuen Grenzverfahren an den europäischen Außengrenzen, die dazu führen, dass diejenigen, die kein Anrecht auf Asyl haben, auch schnell wieder zurückschicken können und diejenigen, die Hilfe brauchen, auch tatsächlich Hilfe bekommen. Das sind liberale Lösungen, liebe Freundinnen und Freunde. Ich möchte Ihnen aber auch sagen, wir Freien Demokraten, wir müssen vor dieser Debatte keine Angst haben. Wir sind es, die in der Migrationspolitik die Dinge voranbringen nach Jahren des Merkelschen Stillstands und falscher Prioritätensetzung. Und die blau lackierten Braunen haben erst recht keine Antworten, liebe Freundinnen und Freunde. In Brüssel nehmen die nicht mal an den Verhandlungen und an den Debatten teil, obwohl sie eingeladen werden. Das müssen wir den Leuten sagen, liebe Freundinnen und Freunde. Und als wir nach 2 langen Nächten morgens um 6 Uhr den finalen Kompromiss zum Asyl- und Migrationspakt gezimmert haben, da war ich es mit meinen liberalen Kollegen, die den Knoten durchgeschlagen hat. Die AfD hat in dem ganzen Verfahren nicht eine Alternative eingebracht. Das müssen wir draußen sagen, liebe Freundinnen und Freunde. Und welch Geisteskind diese blau-braunen Bauernfänger sind, das haben wir ja vorletzte Woche erfahren. Liebe Parteifreundinnen und Parteifreunde, Menschen aus Deutschland deportieren zu wollen, weil sie nicht in Deutschland geboren wurden oder weil ihre Eltern irgendwann mal zugewandert sind, das erinnert an das dunkelste Kapitel der deutschen Geschichte. Es erinnert daran, wie es damals angefangen hat. Liebe Freundinnen und Freunde, wie es aber heute weitergeht, das entscheiden wir. Und wir Liberale, wir lieben den Rechtsstaat. Und wir werden nicht zulassen, dass Menschen, die rechtmäßig in unserem Land leben, von hier vertrieben werden. Auch hier gilt, liebe Freundinnen und Freunde, nie wieder, das ist jetzt. Lasst uns diese Europawahl zu einem Fest der Demokratie machen und zeigen, dass Deutschland aus seiner Geschichte gelernt hat. Lasst uns dafür kämpfen, dass diese Europäische Union für unsere Kinder in die Zukunft getragen wird, für Frieden und für Freiheit auf unserem Kontinent. Mein Name ist Jan-Christoph Oetjen, ich bin 45 Jahre alt und Sie haben mich 2019 erstmals nach Brüssel gewählt. Ich bin Vizepräsident des Europäischen Parlaments und arbeite für Sie im Innenausschuss an migrationspolitischen Fragen. Ich kämpfe im Verkehrsausschuss gegen das Verbrennerverbot und als Landwirtschaftssprecher der FDP gegen die überbordende Bürokratie und von der Leyen's Eingriffe ins Eigentumsrecht. Ich bin Vater von 2 wundervollen Töchtern, die mit 2 Pässen als Europäerinnen aufwachsen. Und meine FDP in Niedersachsen hat mich wieder zu ihrem Spitzenkandidaten bestimmt. Liebe Freundinnen und Freunde, und wir in Niedersachsen, wir sind hoch motiviert. Wir haben so viele Kandidatinnen und Kandidaten bei dieser Europawahl wie noch nie zuvor. Wir haben so viele Plakate bestellt wie noch nie zuvor. Wir sind hoch motiviert, gemeinsam mit Marie-Agnes Strack-Zimmermann einen heißen Wahlkampf zu führen und eine starke liberale Truppe nach Brüssel zu schicken. Packen wir es gemeinsam an. Dankeschön.